Herzlich willkommen beim D-Teil, Dora-Teil von der Fuchskamp-Bekratei. Hat es halt 4 Teile. Ich hoffe, es ist euch gut gegangen beim A-, B-, C-Teil. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir so mit dem Dora-Teil. Und der geht jetzt los wieder auf die zweite neue Grundstellung. Tonwartwechsel. Stammerzieren. Habt ihr es gemerkt? Und jetzt? Ganz ein großer Kreuzgriff. Dann ist es. Dann sind wir wieder Grundstellung. Drucken. Dann kommt die Oktav. Tonwartwechsel. Das war jetzt genau nicht an. Noch ein Dammer. Viel spielen, dann im Drucken. Finde ich aber nicht so gut, ich spiele sie immer alles so. Mit dem, gell? Das ist der gleiche. Dann im Bass auch schon richtig, da in der richtigen Position, da kann ich. Dann geht es ja schon wieder mit dem nächsten Teil leider. Ich wünsche euch viel Spaß. Gutes Gelingen mit der Fuchskamp-Bekratei.